Und es gibt schon wieder was Neues. Ich würde sagen, wir gehen direkt einmal auf den Shop und ich zeige dann, was wir am Start haben. Ganz oben sehen wir aber erstmal das Mr. Beast-Paket zurück, beziehungsweise beide Mr. Beast-Pakete sind nochmal am Start. Mr. Beast ist natürlich sehr, sehr bekannt. Kennt, glaube ich, wirklich jeder. Er ist nach 2 Monaten nochmal zurück. Hier der Skin mit den zwei Stilen. Dann gibt es hier einmal die erste Hacke. Die hat noch ebenfalls einen zweiten Stil und das Emote hier. Mit jede Menge Geld, weil Mr. Beast ist ja wirklich gefühlt einfach reich. Und dann gibt es hier noch Beast-Beschichtung als Lackierung mit diesen typischen Mr. Beast-Farben. Sehr, sehr nice. Und halt, wie gesagt, dann noch das zweite Paket. Auch hier nochmal die ganzen Sachen drin. Mr. Beast 6000 in beiden Stilen. Dann gibt es hier noch Rückenaccessoire und die zweite Hacke. Und hier auch nochmal den Gleiter, so ein eingepacktes Auto. Alles hier in diesem Comic-Anime-Look. Sehr, sehr nice Sachen. Wie gesagt, Mr. Beast, glaube ich, kennt wirklich jeder. Okay, und darunter, hier sehen wir schon coole Augen. Das Emote ist neu. Ja, da kriegt man einfach kurz so diese coole Augen, die man kennt. Ich frage mich auch, ob die in-game so hin und her wackeln, wenn man dann geht. Das wäre ganz lustig. Aber ja, das hier ist ein Emote. Wobei ich glaube, man kann es, glaube ich, gar nicht beim Gehen benutzen, sondern ist sowieso nur ganz kurz. Schade eigentlich, weil es sähe wirklich lustig aus, wenn man diese Augen ein bisschen länger behält. Aber ja, für 200 so ein ganz kurzes Emote kann man machen. Entspannte Beißerin daneben und gemütlicher Beißer, passender Gleiter noch und High-Paddle-Hacke. Und ich glaube, Lackierung gibt es auch noch. Ihr habt die Sachen auch nochmal zurück nach nur einem Monat. Azuki darunter ist ja auch in so einem Anime-Look, kann man sagen. Und auch nach einem Monat nochmal am Start hier mit der Hacke. Farbenwirbelbomber-Paket ist ja auch schon wirklich alt. Auch das nach einem Monat nochmal hier. Das Paket ist auch noch geblieben. Tägliche Sachen Gaudi zurück nach einem Monat. Und Schnorchelops ist 108 Tage her, so ein bisschen selten. Eldorado 45 Tage. War das nicht auch mal exklusiv? Ich glaube, von so einem Comic oder so kann man das dann bekommen mit so einem Code, glaube ich. Und dann gibt es hier noch Comicbuchsterne 104 Tage her und Fackelwirbel 83 Tage her. Und zu guter Letzt Daumen runter 66 Tage her. Daumen hoch gibt es scheinbar aber hier nicht. Okay, aber egal. Das war's eigentlich auch schon. Also, okay, ist echt viel am Start, muss man sagen. Aber das Besondere ist eigentlich wirklich Mr. Beast, würde ich sogar sagen.